So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde des gepflegten 1:72er Modellbaus. Heute habe ich mal wieder ein oder zwei schöne Leckerlis von euch und da komme ich gleich mal zur Beschreibung. Hier oben, genau, nein, hier unten, da finden wir den Centurion Mark 5 1 RTR 72 0017, ist die Artikelnummer. Wir haben hier die S-Variante, die ein bisschen teurer zu Buche steht, mit nur ein paar Special-Preisen. Die gibt es aber auch noch als, ich sag mal, normale Variante. Wir haben 7 Spritzlinge plus eine separate Wanne, Alurohr, ein 3D-gedrucktes Bauteil, das ist dieses Special, Ads-Teile, 20 Baustufen, 7 Deckel-Varianten und zu einem Preis von 21,50 Euro. Zu dem Freund hier, den stellen wir gleich vor, den Russen, sozusagen den Gegenspieler, ein bisschen in der Zukunft. Wir gucken uns erstmal das hier an. Und ja, die Sache ist wirklich heiß, auch wenn die Firma Westbit Models schon einige oder etliche Modelle von dem Centurion rausgebracht hat. Ich glaube, das ist jetzt das zweite mindestens, wenn nicht sogar das dritte. Aber die Sachen sind schon richtig, richtig geil. So, und was wir da für bekommen, und gerade Maßstab 1:72, der ja doch ein bisschen stiefmütterlich behandelt ist, ist Westbit wirklich das Maß der Dinge für mich zurzeit. Wobei andere Hersteller da auch schon gut nachgezogen haben. Ja, wir kommen zur Anleitung. Denke ich mal, bequemes Maß, passt ganz gut in den Karton, ist soweit alles in Ordnung. Da haben wir hier nochmal das Deckelbild, ist übrigens ein Fahrzeug in Berlin dargestellt, kann man auch schön sehen. Niederneuendorfer Allee und Papenburg und so weiter. Dann, oder ist das Niedersachsen? Na, wer weiß es. So, also wenn es einer weiß, immer reinschreiben. Ich habe ja die Weisheit auch nicht. Naja, meistens nicht mit Löffeln gefressen. So, hier haben wir die Piktogramme, die so ein bisschen erklären, was man zu tun und zu lassen hat. Hier ein paar Sicherheitshinweise. Das Ganze nochmal in Chinesisch. Hier auch nochmal Correction Method for Applying the Decals. Also wie man richtig die Nassschiebebilder aufbringt. Dazu kann ich gleich auch nochmal gerne was sagen. Wir kommen hier erstmal zur Teilübersicht. Und da haben wir hier die Farbangaben von A bis D, Mr. Hobby, wobei da eine Farbe steht, die H- und die C-Farben jeweils, Humbrol, nur Tamir mit ein bisschen Gemische, gibt das Ganze hierher. Hier sind die Ads-Teile und ganz interessant, das 3D-Ads oder das 3D-Druckteil, das fehlt hier, weil das die Anleitung für die normale Variante ist und dieses S, das muss man halt natürlich dann nochmal extra bezahlen. So, Zusammenbau der Wanne, einteilig, das hat schon mal riesen Vorteile. So, und wie bringe ich jetzt richtig Nassschiebebilder auf, das ist gar kein Problem. Ihr schneidet das entsprechende Teil auf. Am besten geht das, wie ich finde, mit einem scharfen Skalpell. Man kann aber auch eine Schere nehmen, wobei man da nicht so flexibel ist. Meine Frau, die ist Erzieherin, die wird jetzt sagen, hier, ich kann mit der Schere, kann ich auch, ja, auf jeden Fall ich nicht. Am besten auf einem harten Untergrund. Wenn ihr das auf einem weichen Untergrund, wie hier zum Beispiel, machen würde, könnte man zu tief eindringen. Dann nehmt ihr euch lauwarmes Wasser. Ich habe so eine schöne Untertasse, die habe ich da schon seit Jahren für. Macht da ein bisschen das lauwarme Wasser drauf, lasst die Nassschiebebilder ein bisschen einwirken, bis das Papier richtig schön durchweicht ist. Dann schlösen die sich meistens sogar schön. So, und was ist dann zu beachten? Ich mache das immer so, wie gesagt, ich kann nur von mir reden, dass ich, wenn ich jetzt Wasser oder Nassschiebebilder nehme, so ist ja der richtige Ausdruck dafür, dann mache ich das Ganze mal so, dass ich das mit Klarlack glänzend lackiere, wo das hinkommt, und dann nehme ich ein Dekelfix bzw. ein Material, was dann den Trägerfilm, der löst ihn an, manche lösen ihn sogar auf, und dass ich das Nassschiebebild so richtig schön dem Untergrund anpassen kann. Der Klarsicht oder der Klarlack ist dafür, dass wir keinen Silbern haben. Dafür ist auch dieses Dekelfix Tamir, eignet sich da hervorragend gut, 87205 die Nummer. So, und dann, wenn ich fertig bin, gehe ich mit dem ganzen Modell einmal mit Klarlack in Seidenmatt rüber, töne das noch so ein bisschen ab mit ein bisschen Matt. Das soll ja nur ein praktisch ein Schutzschild oder eine Schutzschicht sein und auch fürs Altern. Wenn ihr jetzt in Matt nimmt, dann wäre das nämlich so rau, dass sich die Kapillarwirkung gar nicht hervorragend oder durchsetzen würde, und dann ist das Altern wirklich sehr erschwert. Gut, jetzt aber wieder zu dem Bausatz und die S-Variante, das können wir hier schön sehen. Das ist nämlich hier dieses 3D-gedruckte Bauteil, was ein bisschen oder wesentlich besser detailliert ist als das Spritzgussbauteil, weil irgendwo ist dann natürlich Ende und man möchte dem geneigten Kunden nochmal ein bisschen Mehrwert mitgeben bzw. da nochmal Alternativen anbieten. Dann haben wir ein gedrehtes Alurohr oder wir haben halt hier
das, ach nee, oh, da rede ich ja Quatsch mit Soße, guckt euch das mal an hier. Da sind nämlich die verschiedenen Varianten mit den verschiedenen Kanonenvarianten, was man da für die Deckels jeweils nimmt. Also da auch das sehr gut gelöst. Dann haben wir hier noch ein bisschen Munition. Ja, und insgesamt 7 Dekel- und Bemalvarianten, beziehungsweise die Bemalvarianten, die sind immer gleich. Immer in diesem wunderschönen britischen Bronzegrün. Und hier sind dann die jeweiligen Nachschiebebilder, die dann die Unterschiede machen. Leider kein Ort oder keine Datumsangabe. Aber das ist alles Bundesrepublik Deutschland zu Zeiten des Kalten Krieges, da wo die oder die meisten da waren ja die Einheiten stationiert. Fulda Gap und Co. lassen da natürlich grüßen, wobei im heimischen Niedersachsen, wo wir ja herkommen, viele, viele britische Streitkräfte, der eine oder andere wird sich noch lebhaft dran erinnern, zu finden, stationiert waren. So, und da erzählt die Geschichte so ein bisschen. Ja, der eingeweihte Zuschauer, der wird das auch sicherlich noch wissen, wo diese Einheiten zu verorten sind. Britische Streitkräfte ist nicht ganz mein Spezialgebiet. Da gibt es andere Kollegen, auch hier bei uns, der Sven Schröder, der hat sich den Briten verschrieben, ist ein ganz großer Freund von und kennt sich da auch sehr gut mit aus. So, wie schon bei den anderen Bausätzen vorgestellt, haben wir hier die Abschnittsketten, na wie auch immer. So, und hier haben wir einen kleinen marginalen Durchhang, der ist schon von Haus aus mitgegeben, was wir natürlich als sehr löblich empfinden. Und auch haben wir gar keine, beziehungsweise nur 2 ganz kleine Ketten, die dann die jeweiligen Rundungen hier miteinander verbinden, damit die Kettenmontage schön ist und keine Probleme bereiten sollte. So, von der Detaillierung her muss ich nichts erzählen. Da ist Westbit ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Macht einen richtig heißen Scheiß, wie es so schön heißt, weil, kommen wir gleich zu und dann seht ihr das auch. Fängt hier schon an. Wir haben die Sekundärbewaffnung, das Maschinengewehr das Kanonenrohr Nummer 1. Das ist hier im Slide-Mode-Verfahren, genau wie hier einige Anbauteile. Das heißt, dass wir dort auch eine Detaillierung haben, beziehungsweise dass das Kanonenrohr, MG-Rohr, dann dort offen sind. Ja, und wenn wir uns das jetzt hier so angucken, Seitenvorgelege, Bauteile, richtig, richtig gut. Und das ist ja hier nur, ich sag mal, die hässlichere Rückseite. Auf der anderen Seite haben wir hier auch gerade beim Kanonenrohr im Maschinengewehr und hier auch bei der Federung richtig, richtig schöne Details, also das ist tippitoppi. Dann hier die einteilige Wanne, wo ja hinten und vorne dann die Bauteile ergänzt werden müssen. Auch das finde ich sehr löblich, wenn das Ganze so ist wie hier. Man muss sich da nicht groß rumärgern oder warten, bis die Wanne soweit getrocknet ist oder angetrocknet ist, damit man das Ganze installieren kann, sondern man kann dann gleich loslegen und die Bauteile dementsprechend dann da ranpappen. So, dann haben wir hier das Türmchen, auch das eine wahre Augenweide, aber was erzähle ich da, guckt euch das selber an, hier die Details, die aufgeprägten, die Gravuren, also das ist richtig, richtig schön, also ja, auf jeden Fall die 21,50 Euro, die derzeit dafür aufgerufen sind, ist das meiner Meinung nach dicke wert. So, dann kommen wir hier zu einem Spritzling mit den Seitenschürzen und einem anderen Kanonenrohr. Es waren ja diverse Kanonenrohre bei, habt ihr ja gesehen. Gibt auch bestimmt etwas Preis auf den jeweiligen Rüststand, kann ich euch leider nicht sagen. Wohl aber halt die Unterschiede und auch hier haben wir wieder das Röhrchen in einem Slide-Mode hergestellten Bauteil und guckt euch das mal an, die anderen Bauteile. Richtig schön und hier auch wieder das Ganze offen dargestellt. Also da ist Centurion, was 72 angeht, ja, wirklich einer mit der führenden Köpfe. So, zweimal den Spritzling hier, der sich natürlich hier verhakt hat. Und hier kommen jede Menge Zubehörteile und natürlich auch alle Bauteile, die wir so doppelt und dreifach haben. Ich fange mal hier mit an. Hier die Stützlaufrollen haben wir hier, einige kleine Anbauteile. Und interessanterweise haben wir hier auch die Granaten, Panzer, Sprenggranaten, alles so eine lustige Sachen, die wir dabei haben. Und auch das hier sehr schön im Slide-Mold-Verfahren hergestellt. Da gehen wir mal näher ran, gucken uns das hier an. Und das ist natürlich nice to have. Da war noch ein bisschen Platz auf dem Spritzling und dann wird das hier einfach auch mal mitgegeben. Finde ich eine sehr schöne Idee, so hier für die Laufrollen, die Aufnahmen, Anbauteile. Und dann kommen wir natürlich auch zu den anderen, zu den Antriebsrädern, Spannrädern. Und auch hier gibt es ein paar kleine Unterschiede. Dann hier die Federpakete. Und auch die machen einen sehr schönen Eindruck. So, drehe das mal hier ein bisschen, damit man es sehen kann. Und guckt euch mal die Laufrollen an. Da
bleibt auch kein Auge trocken von der Detaillierung. Und auch hier das Zubehör in Form von Kanistern. Versuche nochmal ganz nah ranzugehen, damit man das hier sehen kann. Aufdrucke, Details, alles mit dabei. Und auch von hier oben, ich biege das mal ein bisschen. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig darzustellen. Macht einen sehr schön hervorragenden Eindruck. Ups, wollte ich das schon wegschmeißen, dass da keiner stand. So, letzter Spritzling, den haben wir hier. Und da sind die Fender, die Kettenbleche, die Aufbausachen. Ganz bisschen, na, es sieht so ein bisschen aus, aber ist es tatsächlich nicht. Zeige ich euch mal, sieht so aus wie ein bisschen Sinkstellen, aber das kommt tatsächlich vom Licht her. Kann man nämlich nicht fühlen, dass da was ist. Und auch hier wieder kleinste, feinste Details. Die Fender, Anbauteile. Also das macht der Hersteller schon richtig gut. Hier, gucken wir uns das hier mal weiter an. Gehe hier mal ein bisschen hoch, richtig. Und auch die Auspuffanlage und allein das schon. Und ich möchte das echt nochmal betonen, dass das hier viele, viele Hersteller in 1:35 nicht gebacken kriegen. Ich würde noch ein anderes Wort sagen mit, aber lassen wir das mal, das Ganze offen darzustellen. Und die 72er, die kriegen hier wirklich so ein Filetstück vorgestellt, finde ich hervorragend. Und ein Armutszeugnis für die Hersteller, die das in dem eigentlich vermeintlichen größeren Maßstab dann definitiv so nicht umsetzen können. Also da macht Modellbau auf jeden Fall jede Menge Spaß. So, dann haben wir ja hier noch ein bisschen was in dem kleinen Behältnis. Ich packe mal eben derweil die Sachen hier einmal kurz ein. Das Studio hier ist ja nicht so groß. Und wenn wir dann gleich zu dem anderen Bausatz kommen, dann möchte ich ja natürlich auch ein bisschen vorbereitet sein und dementsprechend den Platz dafür dann auch haben. So, hier ist das Bauteil, was den S für oder zum S macht, in 3D-Druck mit dieser wunderschönen Umverpackung hier. So, und das hat jetzt einfach mal das Zeitliche gesegnet, weil ich überhaupt gar keine Lust habe, das hier auszupacken. Und das muss ja auch gar nicht. So, und hier ist dann das Bauteil, was dann im 3D-Druck daherkommt. Und das macht natürlich auch einen super, super Eindruck auf mich. Kann das Spritzgussteil einfach nicht mitkommen. Aber dafür, da sind auch natürlich dann Grenzen gesetzt, habe ich ja in anderen Videos diverse Male schon erzählt. So, dann haben wir hier noch so ein kleines Päckchen hier. Einziger Nachteil meiner Meinung nach, das sind die Abschleppseile beim Hersteller. Das sind schon Metallseile, die haben auch eine schöne Metallseele, wie man sehen kann, eine schöne Drehung. Aber ich zeige es mal, vielleicht sieht man es. Das ist absoluter, sieht aus fast wie Federstahldraht, ist eigentlich für den Modellbau nicht zu gebrauchen. Ihr seht das, außer ihr glüht das aus. Das heißt, auf irgendeinen feuerfesten Untergrund fixieren und dann richtig mit einem Flammenwerfer ausbrennen das Ganze, bis das Material einfach streikt und dann sagt so, okay, du kannst jetzt mit mir machen, was du willst, aber so ist das halt Käse. Ich weiß auch immer nicht, warum das da reingepackt wird. Hat mich damals schon bei Dragon immer geärgert in 35, warum man da dem Modellbauer wirklich so ein böses Ding an die Hand gibt. So, hier das gedrehte Alurohr, damit ist halt, sind nicht alle Dekelvarianten möglich, wie wir vorhin in der Anleitung gesehen haben. Ist auch nach vorne hin, wenn die Kamera das dann mal scharf schaltet, ja, jetzt nach vorne geöffnet. Sehr schön, hochwertiges Bauteil. Dann haben wir hier Ätzteile. Sollte man keine Aversion haben, wenn man die hat. Ich glaube, wir müssen noch mal einen Lehrgang machen oder hier irgendwie eine Schulung. Wie verhalte ich mich mit Ätzteilen? Wie kann ich damit am besten umgehen? Ja, es sind nervig, aber viele Bauteile oder viele Sachen lassen sich da wirklich am besten mit darstellen. Gerade hier kleine, feine Sachen in 2D. Bei manchen Sachen denke ich immer, was hat denn der Hersteller da sich gedacht? Material ist so mitteldick, also sollte man gut bearbeiten können. Dann hier der relativ umfangreiche Abzieh- oder das Schiebebilderbogen, der natürlich für alle Varianten hier mit Details aufwartet. So, und von den Details kann man ja schon fast zwei Bauteile bauen. Und da sind die jeweiligen Nummern bzw. Namen. Hier kann man das schön sehen, wofür dann die jeweiligen Unterschiede an den Röhrchen dann gedacht sind. Also auch hier super Qualität. Das schließt sich so weiter vorne. Was haben wir denn hier? Dignity, Disdain, Daido, Die Hard, Discoverer. Also das setzt sich dann so weiter fort.
Ja, ein bisschen britischer Humor in Rheinkultur. Gut, jetzt gehen wir mal zur anderen Feldpostnummer. Jetzt sind wir Briten, kalter Krieg. Jetzt wird es ein bisschen härter oder ein bisschen wärmer. Und zwar haben wir hier auf der anderen Feldpostnummer den T90. Die beiden dürften sich dann nicht mehr gegeneinander übergestanden haben, ist ein bisschen moderner. Wobei das Grundgestell, aber ach, lassen wir das erstmal weg. T90, russischer Main Battle Tank, also ein Hauptkampfpanzer unter der Nummer VS-72-00-25 und auch hier wieder die S-Variante. 8 Spritzlinge plus separate Unterwanne, separater Turm, Ätzteile, das 3D-Turmteil ist in der Special-Variante drin. Dann das von mir schon gerade getadelte Seilmaterial, 18 Baustufen, 2 Bemalvorschläge, so nenne ich sie mal genau, und der Preis auch ident mit 21,50 €. Dann kommen wir hier mal zur Anleitung. Die ist ähnlich aufgebaut wie von dem anderen Panzer. Auch hier haben wir wieder die Teilübersicht, wobei hier mehr Farben sind, von A bis I. Hier auch wieder Mr. Holler, die Mr. Koller, Mr. Hobby, so rum, die Haarfarben. Wobei dann das Dark Green fehlt, das haben wir bei den C-Farben. C sind die verdünnerbasierten Farben. Dann Humbrol geht auch ganz. Tamiya muss in diesem Fall zweimal passen. Teilübersicht und der Start mit der einteiligen Wanne. Ja, T90 hört sich so wirklich ganz modern an. Ist eigentlich ein T72, der so ein bisschen Upgrade und so ein bisschen Verschönerung gekriegt hat. Fährt immer noch rum, kann man jetzt ganz viel sehen in der Ukraine. Ist nach den neuesten Standards schon relativ veraltet, möchte ich das mal so sagen. Und gerade was Drohnen angeht oder auch hier Javelins, RPGs, diesen ganzen Pipapo, was so ein Panzer durch zusetzt, da gibt es schon ganz schön Probleme. Aber die hätten natürlich nicht nur die Russen oder damals die Sowjets, sondern natürlich auch die anderen, ich sag mal, kämpfenden Parteien bei den Konflikten. Da hat sich einfach eine ganze Menge geändert. Man versucht ja durch diese Drahtkörbe da dem schon ein Herr zu werden. Klappt manchmal, klappt besser nicht. Es gibt jetzt mittlerweile auch Drohnenjagdkommandos. Also da ist ganz, ganz, ganz viel im Wandel. Und ihr seht, schon seit der Steinzeit, wo sich die Leute mit Stein und Knüppeln den Kopf eingeschlagen haben, hat sich das natürlich immer wieder gewandelt. So, die Paint-Option, also Bemalvorschlag 1, haben wir hier in diesem wunderschönen russischen Grün, wobei die Zahlen hier variabel sind. Und dann hier ein bisschen mehr Camo und hier auch, da sind die Zahlen jeweils und die Buchstaben, beziehungsweise die Buchstaben geben die Nummern, die Buchstaben geben die Farben an und die Zahlen geben die Naschiebebilder an. So wird langsam Zeit für Feierabend. Ich rede nämlich schon ganz schön wirr. Ja, dann wollen wir uns mal angucken, was wir hier drin haben. Keine Sorge, ich halte noch durch. Da sind ein relativ vollgepackter Bausatz. Keine Sorge, wir kriegen die Muster ja Gott sei Dank im Vorab zum Vorstellen. Und leider spielen anscheinend mal die gewisse Leute damit Fußball, deswegen sehen die manchmal so ein bisschen kaputt aus. Wir fangen auch hier an mit den Laufrollen und hier ist es ein bisschen anders, beziehungsweise mit Teile von dem Fahrwerk und so. Auch hier haben wir Segmentketten, auch hier sind die in Stahl-Skelett-Bauweise, so heißt das Ganze ja schön, und hier sind die Laufrollen. Richtigerweise, ich drehe mal einen hoch, mit diesen Produktionsrippen, so nenne ich die mal, und auch hier von der Detaillierung richtig gut, und ich glaube, das sind diese Starfish Bauteile, aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus mit den modernen Sachen. Auch hier haben wir wieder einen gewissen Kettendurchhang, wie man hier sehr schön sehen kann. So, auch das hier, das passt richtig gut, und auch die Rückseite, die muss ich da überhaupt nicht verstecken. Schönes Modell, schöne Bauteile bis jetzt, und wir haben ja nur den unteren Teil gesehen. Ja, und interessant ist eigentlich die Bauart und die Bauweise. Ihr habt das gesehen bei dem Briten, der ist ja höher, der ist ganz anders, so, und die russischen Panzer sind sehr flach, und da gibt es auch ein interessantes Video zu von Herrn Ratz vom Panzermuseum, warum das Ganze so ist und wie da die Panzerdoktrin ist. Also das kommt schon ganz gut hin, und es wurden ja auch speziell damals gerade aus also Asiaten genommen, die da schon relativ klein sind, weil 1,60 Meter und so, da kriegt man schon Probleme, und auch bei größeren. Aber wie gesagt, ganz interessantes Video, guckt euch das gerne mal an, warum und wieso das Ganze dann so ist. So, Anbauteile, Oberbauteile, die haben wir alles hier, und auch hier haben wir im Slide-Note hergestellte Bauteile.
Leider ein bisschen Flesh, also ein bisschen Fischhaut dran, die man hier entfernen sollte. Und ich bin eigentlich mal, wenn das mal jemand weiß, warum das Ganze Fischhaut heißt und nicht irgendwie Produktionsrückstand oder so, weil es riecht nicht nach Fisch, es sieht nicht nach Fisch aus. Und ich habe auch noch nie irgendwie Fische groß gesehen, die hier ja irgendwelche überzähligen Lappen oder so dann haben. So, gut, zurück von der Tierwelt hier zu dem Kunststoffbauteil. Und da interessieren uns natürlich hier die Details, die Gravuren und hier auch sehr schön wiedergegeben, diese welligen Hartgummischürzen. Ja, vor allem, das ist ja mal relativ schwierig, das vorzustellen. RPG hat das damals in 35 ganz gut gelöst. Auch Meng, da erinnere ich mich noch dran, dass diese Bauteile da relativ gut wiedergegeben worden sind, dass man das eigentlich auch gut nachvollziehen kann, beziehungsweise den Eindruck hat, dass es halt diese Hartgummischürzen sind. So, vorne sind hier diese Bauteile zu finden und die weisen auch sehr schöne Details auf. Und auch hier, guckt euch das mal an, sehr schön. So. Thomas, welcher Panzer war das, der eigentlich so gefloppt ist und der deswegen eine andere Nummer gekriegt hat bei den Sowjets? War das nicht der? Nee, Quatsch. Nee, das war ein modernerer. War das nicht der sogar der T90, der im ursprünglichen T72 war und dann. Ja. Kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja, gut, ich auch nicht. Also wie gesagt, war ein Flop, ist in ganz vielen Nationen durchgefallen, obwohl die Inder, die haben relativ viele Exemplare von dem T-72 gekauft. Die russische Wirtschaft freut sich natürlich auch über Exportaufträge. Ja, also die sind, was die Sowjettechnik angeht, da relativ dicke. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema. Wir wollen uns natürlich hier die weiteren Bauteile angucken. Und hier setze ich das Ganze schön weiter fort im Slide-Mode-Verfahren. Und das ist immer so ein bisschen, wie ich finde, das Salz in der Suppe, was so ein Bausatz dann nochmal besonders macht. Und ich denke mal, gerade im kleineren Maßstab 21 Euro, da möchte man natürlich gucken, was man dafür so bekommt. Obwohl ich eigentlich noch nie von der Firma Westbit Models irgendwie enttäuscht worden bin. Alleine hier, guckt euch mal die Selbstverteidigung, diese Nebelwurfbecher an und auch den Zusatztank, dieses schöne Fässchen da. Also das sind schon wirklich gut gemachte Bausätze, die da auf jeden Fall sich sehen lassen. So, der Spritzling ist zweimal da. Dann kommen wir jetzt, der Turm kommt gleich dran, hier zum Unterbau vom Turm und natürlich hier auch zur Wanne. Und das, guckt euch mal, das einteilige Kunststoffrohr. Und da bin ich wieder echt am Meckern. Warum kriegen das die Hersteller hierhin, das Ganze in 1 zu 72 in einem einteiligen, mit drei Angüssen, 1, 2, 3 hinzukriegen. Und in 35 sind das dann zwei Halbschalen, die man da zusammenkleben muss, eine doofe Naht hat. Also finde ich immer, wo ein Wille ist, vielleicht sollten die sich mal untereinander austauschen, damit das Ganze einfach mal für den Endkunden, für den Verbraucher ein bisschen schöner wird und ja, hier von den Details, damit man sich doch da ein bisschen austauschen kann. So. Die Oberwanne, Lüftung, das kann man hier alles sehr schön sehen von der Detaillierung. Ich versuche das mal so ein bisschen zu kippen, damit man es auch von allen Seiten sehen kann. Drehe das Ganze mal um, wobei eigentlich hier nur das gut gemachte Rohr zu sehen ist. So, dann haben wir hier noch das Türmchen und da sehen wir das auch wieder, wie flach das eigentlich ist. Ganz interessante Sache auch, dass die Russen auf eine Ladeautomatik setzen. Ja, die verursacht so ein bisschen Probleme, Munitionsart, dies, das und jenes. Und alle anderen Nationen oder die meisten anderen Nationen, die setzen tatsächlich noch auf Muskelkraft. Also wie unterschiedlich dann doch die Doktrin von den einzelnen Ländern dann gehandhabt wird. So, hier kommen wir zu dem Bauteil, was den S zum S macht. Der kostet ein bisschen mehr als diese 21,50 €. Ich denke mal, 2, 3, 4 € kommen dann noch mit drauf. Und da haben wir dann hier die Zuleitung für die Zusatztanks und einige Anbauteile. Ich hoffe, man kann das hier schön erkennen. Dieser Rahmen, der muss natürlich entfernt werden und dann anschließend die Supports. Auch hier wieder die Lampen, vorne die Bauteile, also richtig schön gemacht. So, und wertet das Modell zusätzlich nochmal zu den eben gezeigten schönen Features natürlich nochmal auf. So, jetzt kommen wir hier zu Ätzteilen und dem Fahrradbremsseil, wie ich das so schön immer nenne. Ich habe dafür leider noch kein anderes Wort gefunden und das setze ich mit dem gleichen Elend weiter fort.
wie gesagt, vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, der das richtig toll findet. Ich habe bis jetzt in den ganzen Jahren noch keinen gefunden. Und wenn man da was machen will, dann muss man sich echt richtig lang machen, weil, ja, pju, und weg sind sie. Ist echt wirklich nicht mein Ding. So, Ätzteile haben wir hier auch. Nicht so viele wie bei dem Centurion, aber sind schon welche. Da haben wir hier für die Lüftergitter so ein paar kleine Anbauteile. Materialstärke ist die gleiche. Schön, wie man sehen kann, unterlegt. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Gerade mit Sekundenkleber ist dann natürlich ein bisschen schwierig. So, Nassschiebebilder gibt es da nicht so viele. Da haben wir insgesamt drei verschiedene Zahlnummern und dann hier ein Hoheitsabzeichen, ist sogar noch ein russisches, kann man schlecht sehen, ich glaube jetzt ein bisschen besser hier durch dieses helle Babyblau und dann dementsprechend die Teile mit den weißen Nummern, das ist immer schwierig dann darzustellen. Ich hoffe, ihr konntet das von eurer Seite gut erkennen. So, ich packe das hier mal eben flugs zusammen. So, kommt das hier mal rein, dann die Anleitung. So, die normale Variante, die kostet 21,50 Euro, nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Die Special-Variante, die ist ein bisschen teurer, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Wie viel genau, weiß ich nicht. Bei dem T90, der ist so neu, da habe ich noch überhaupt gar keinen Preis. Aber wir werden, sobald es veröffentlicht ist, den Link natürlich oben in der Bio dann auch einfügen, so dass ihr ganz bequem, wenn ihr den Artikel oder die Artikel kaufen möchtet, da raufgehen könnt. Und dann kriegt ihr auch immer den jeweils aktuellen Preis angezeigt. So, dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich konnte das hier unterhaltsam nett rüberbringen. Sollte ich mal historischerweise etwas Falsches gesagt haben, dann möge ich mich dafür entschuldigen. Das ist natürlich nicht mit Absicht, hier irgendwelche Fake News verbreiten zu wollen. Ja, so einen kleinen Disclaimer muss man anscheinend heute immer bringen. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Christian von MBK.